Hallöchen zusammen. So, zuallererst nehmt ihr Maße, euren Brustumfang und teilt diesen durch zwei. Dann habt ihr die Breite, die ihr braucht für euer Vorder- und für euer Rückteil. Die Breite eures Vorderteils und Rückteils könnt ihr dann nochmal durch zwei teilen, damit ihr ungefähr wisst, wie breit müsst ihr häkeln, sag ich mal, für den Träger, für die Seite und für den Halsausschnitt. Was die Länge anbelangt, werde ich 65 Maschen anschlagen plus zwei Wendeluftmaschen, da wir im Grunde mit halben Stäbchen arbeiten werden. Nur, dass wir die halben Stäbchen nicht wie gewohnt Faden holen und durch drei Laschen ziehen abmaschen werden, sondern wir werden, wenn ihr die drei Laschen auf der Nadel habt, die untere Lasche durch die zwei durchziehen. Also ganz à la Bosnisch häkeln. So, ich zeige euch das mal. Also ihr dreht die Masche und nimmt die untere Einzellasche und steckt die Nadel durch, holt den Faden, habt dann die drei Laschen für ein halbes Stäbchen auf der Nadel, aber zieht diese Lasche durch. Also ihr wickelt den Faden einmal um die Nadel. Geht durch die untere Lasche, holt den Faden und zieht ihn direkt durch. Also wie eine Kettmasche, nur halt im Stil eines halben Stäbchens. Faden holen und durchziehen. Und so weiter und so fort. Ich werde euch die Angaben für dieses Oberteil in Rippen sagen. Also zum Beispiel drei Rippen dafür, sechs Rippen dafür, weil ihr könnt besser die Rippen zählen, als dass ich euch immer die Reihen sage. Besonders wenn ihr, sag ich mal, unterwegs seid, könnt ihr euch besser an den Rippen orientieren, als ja, da irgendwie versuchen, was rein technisches zu zählen. So. Bei der letzten Masche müsst ihr aufpassen, die verdreht sich manchmal halt ein bisschen. Also nicht, dass euer Projekt nachher total schief wird. Wenn ihr am Anfang unsicher seid, setzt euch am besten einen Maschenmarker hinein. Dieses Muster ist etwas dehnbar. Also ich sag mal so, es dehnt sich mehr als manch andere Oberteile, die ich schon gehäkelt habe. Das ist sehr flexibel. Ihr könnt wirklich so 2 Zentimeter abrechnen, damit das nicht nachher labbrig sitzt. Auch hier am Ende zwei Wendeluftmaschen und dann durch die hintere Masche den Faden holen und komplett durchziehen. Also ihr häkelt jetzt weiter immer nur in der hinteren Masche. Es ist am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, macht aber riesen Spaß. Also da schließe ich mich ganz Monk an. Es ist einfach mal was anderes. Ich werde euch auch jetzt, sage ich mal, nur das rohe Oberteil erstmal zeigen. Vielleicht werde ich im Nachhinein noch was an den Kragen dran machen oder einen Ärmel oder irgendwas, einen Rand. Ich zeige euch einfach das Prinzip des Oberteils und vielleicht werde ich dann im späteren Verlauf noch ein Update hinzufügen. Mal schauen.
So, am Ende dieser Reihe angekommen. Auch jetzt wieder zwei halbe Stäbchen, was erzähl ich da? Zwei Wendeluftmaschen. Und dann geht's weiter. Ihr könnt am Rand gucken, also wenn ihr am Ende angekommen seid, so wie ich jetzt. Ich habe jetzt auch da in der hinteren Masche einfach abgemascht. Ihr könnt auch die ganze Masche dann abmaschen, falls ihr, sage ich mal, im späteren Verlauf nichts mehr dran häkeln wollt, ist es sogar besser, um dem Rand Stabilität zu geben. Aber wie gesagt, ich werde das auf jeden Fall noch erweitern. Eine breite Borte unten am Saum noch, womöglich. Vielleicht auch noch kleine Ärmel. Oder vielleicht auch einen langen Ärmel, dass ich einen Pullover draus mache. Ich schaue einfach mal. Lasst euch überraschen. So, auch hier wieder. Versteckte Masche. Ich zähle auch lieber immer noch mal nach, weil es ist ärgerlich, wenn ihr nachher ribbeln müsst. Besonders, weil wir ja hier der Länge nach häkeln und dadurch auch viel anfällt. Oh, jetzt haben wir's. Wie ihr seht, hier bilden sich jetzt auch schon zwei Rippchen. Ich werde, ja, ich sollte auch mal was erklären. Ich werde die Seite, also an der Seite beginnen und werde dort drei Rippen häkeln. Also, dass man von vorne gesehen drei Rippen sieht. Danach werde ich hoch auf meinen Träger gehen und werde den so circa sechs Rippen breit machen. So. Das währt nämlich dann. Wie ihr seht, das ist so ein, ja, wie soll man sagen, das ist wie
gestrickt auch. Also total klasse, macht wie gesagt auch Spaß. Ich werde jetzt auf den Träger hochgehen und werde 25 Maschen dran häkeln plus 2 Wendeluftmaschen für das halbe Stäbchen. Das dürft ihr wirklich nicht vergessen. Jetzt kommt wieder das Gefummel. Zählt auch hier am besten mit, damit ihr auch wirklich auf die 25 Maschen kommt und nicht jetzt gleich hier, wie ich am Rand, irgendwie falsch auskommt oder eine Masche überspringt oder wie auch immer. Wäre nachher sehr ärgerlich. Also hier zum Beispiel, das zieht sich so ein bisschen. Ist etwas schwerer zu erkennen. Und hier dann wieder in die hintere Schnaufe. Scheiß gemacht. Ich werde hier die erste Masche am besten ganz abmaschen, damit sich das nicht so komisch auseinanderzieht. Und dann immer in die hintere Schlaufe. So, und dann häkeln wir einfach weiter auf und runter. Und das wieder Reihe für Reihe. Das mache ich so lange, bis ich dann auf diese 6 Rippen komme. Und ihr seht, das Ganze nimmt schon mal so ein bisschen Gestalt an. Das hier ist im Übrigen auch die Wolle, die ich für meinen Kreuztop verwendet habe. Nur leider ist in diesem Video ja, das Bild ein bisschen sehr dunkel geworden. Ihr könnt das halt nochmal besser erkennen. Ich häkel mit dieser Wolle Polyacryl 100%. Unwahrscheinlich gerne. Der Unterschied zu dieser Wolle ist halt, ich glaube, das hatte ich schon einmal in einem anderen Video gesagt. Ich häkel sowohl gerne als, ach, wie heißt sie jetzt? Mit der Schachenmeier Bravo oder Kolle auch. Diese hier von Red Heart ist aber etwas dünner. Das heißt, sie ist besser für Oberteile geeignet, auch wenn die gerade für den Sommer jetzt sein sollen, Frühling, Sommer. Wobei, die Wollenarten sich darin unterscheiden. Die eine ist für Trockner geeignet, die andere nicht. Ist halt sehr schade. So, also hier 3 Rippen für die Seite und dann die 6 Rippen für die Träger. Jetzt fange ich langsam an, den Ausschnitt zu machen. Das heißt, ich werde jetzt wieder ein paar Maschen abnehmen. 8 Stück. Und werde ab da dann immer eine Masche freilassen
und weitergehen. Hin und her häkeln. Wenn ich hochkomme, wieder eine Masche freilassen und wieder zurück. Beim nächsten Hochkommen wieder eine Masche freilassen. Und so baue ich dann die Stufen ein. In der Mitte werde ich bei dem Oberteil ein kleines Highlight setzen. Und zwar werde ich, sag ich mal, so einen kleinen Schlitz lassen, wo ich dann sehr wahrscheinlich Druckknöpfe einsetzen werde. Ich bin mir noch unschlüssig, ob Knöpfe oder Druckknöpfe. Ich war auch am Überlegen, erst einen Reißverschluss reinzumachen, aber ich glaube, ich werde mich dann doch für die Druckknöpfe entscheiden. Also nach der Breite der Träger zu urteilen und den 6 Rippen werde ich in etwa 12 Rippen benötigen. Ich werde das gleich, wenn ich fertig bin, nochmal nachmessen, ob das ungefähr hinkommt. Also wie gesagt, messt den Brustumfang, teilt ihn durch 2, um die Maße fürs Vorder- und fürs Rückteil zu bekommen. Fürs Vorderteil dann nochmal die Zahl teilen, damit ihr ungefähr die Hälfte habt. Und wisst, wie breit müsst ihr häkeln, besonders wenn ihr den Halsausschnitt nach unten häkelt, einen Spitzenausschnitt haben wollt, dass ihr wisst halt, wann ihr wieder hochgehen müsst. Dann dürft ihr halt nicht die Seite vergessen, mit der wir begonnen haben. Plus die Breite des Trägers. Müsst ihr einfach ausprobieren. Der Vorteil an diesem Top ist einfach, wir werden es an einem Stück häkeln. Das heißt, sowohl das Vordere als auch das Rückteil. Ich werde nachher am Ende, wenn ich mit dem Vorderteil fertig bin, mir einen Marker setzen und ab da das Rückenteil beginnen. Praktisch also, wenn ihr irgendwo hin wollt, mal zwischendurch euer Häkelstück rausholen möchtet, ein bisschen dran arbeiten, da ihr halt nicht mehrere Teile habt und ihr könnt euch immer orientieren. Wenn ihr einmal die Maße habt. Deswegen beginne ich auch mit dem Vorderteil, weil das ist durch den Kragenausschnitt so ein bisschen komplizierter. Beim Rückteil werde ich einfach nachher gerade durchhäkeln. Oder vielleicht einen Versatz von 5 Maschen oder so machen. So, ich bin jetzt bei meinem Marker angekommen. Werde das Ganze jetzt zurückhäkeln. Und wie gesagt, wenn ich wieder hochkomme, dann wieder eine Masche freilassen. Und immer so weiter. Bis ich halt auf die gewünschte Länge oder Tiefe des Ausschnittes gekommen bin. Oder aber bei der Breite des Tops bezüglich der Mitte. Ich habe es nicht so mit dem Erklären. Sorry. Wenn ihr Fragen zu irgendetwas habt, weil ich mich irgendwie blöd ausgedrückt habe, passiert halt, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare, es reißt euch keiner in den Kopf ab. Und auch wenn ihr Fragen zu meinen Preview-Videos habt, da war letztens jemand zum Beispiel, der hatte eine Frage wegen der Kreisweste, schreibt es einfach rein. So, wie ihr seht. Hier ist jetzt der Versatz und dann werde ich so schief runtergehen. Und dann so wieder hoch. So, hier lasse ich wieder die eine Masche frei.
Luft naschen und das Ganze wieder zurück. Also wenn ihr für Größe 36, 38 das Ganze so machen wollt, wie ich das jetzt hier habe, dann guckt, dass ihr auf 12 Rippen kommt. Dann ist da die Mitte. Also wir fangen mit 3 Rippen am Anfang an, gehen dann 25 Maschen hoch auf für die Träger. Die Träger werde ich 6 Rippen breit machen und danach gehe ich 8 Maschen runter und beginne den Halsausschnitt, indem ich immer jede Rippe eine Masche freilasse und das 12 Rippen lang. Ne? Also 3 Rippen, 6 und nochmal 12. Dann bin ich bei meiner Mitte. So, so sieht das Ganze aus. Ich komme jetzt hier auf 20. Reicht. Wie gesagt, es ist sehr flexibel. Nehmt lieber ein paar Zentimeter weniger, als es nachher hängt wie ein Sack. Na, also das sollte ja schon, sage ich mal, tailliert nachher sitzen. So, ich werde jetzt hier diesen Schlitz einarbeiten, mache mir schon mal den Marker, muss allerdings noch einmal runterhäkeln und dann beim Hochhäkeln werde ich dann das Ganze einsetzen. Also jetzt zum Beispiel als Beispiel, der Brustumfang ist 90 durch 2, komme ich auf 45 fürs Vorderteil und 45 fürs Rückteil, also Zentimeter. Ich bin jetzt hier auf eine Breite von 20 cm gekommen und habe die Mitte erreicht. Werde jetzt wieder hochhäkeln, um das Vorderteil fertigzustellen und komme ja so auf circa 40 cm als Beispiel. Da das Oberteil halt sehr dehnbar ist, reicht es. Es reicht voll und ganz. Also ich habe zwar den Verschnitt von 5 cm, aber das macht überhaupt nichts. Also jetzt hier haben wir die 8 Maschen und die werde ich jetzt nicht abhäkeln. Ich werde jetzt 8 Luftmaschen machen und diese dann zurückhäkeln. So. Und die 2 Wendeluftmaschen nicht vergessen, also 8 Maschen plus 2 Wendeluftmaschen. Auch hier wieder aufpassen, dass ihr wirklich auch die 8 Maschen abhäkelt und keine vergesst, also mitzählen.
und das Ganze nicht total verdreht. Hier wölbt sich das so ein bisschen beiseite. Müsst ihr schauen, dass er die Masche richtig abhäkelt, euch nicht vertut, weil die liegt so auf der Seite. So, jetzt bin ich wieder zurück. Und wie ihr seht, haben wir jetzt so einen kleinen Schlitzaußenschnitt noch bekommen. Ja, und ab jetzt werde ich wieder das Ganze hochhäkeln. 12 Rippen lang. Immer eine Masche zunehmen. Das heißt, ihr müsst darauf achten, dass ihr eine Masche, also eine Masche häkelt und dann nochmal zwei Wendeluftmaschen dazu, also insgesamt drei Maschen und dann weiter. Kommt ihr diese Zipfelchen. So, und so sieht das Ganze aus. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Genau. 12 auf dieser Seite. Immer eine Masche nach oben. Und jetzt müssen wir wieder, also diesen Träger anfangen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hoch. Zwei Wendeluftmaschen und dann wieder zurück. So, das Ganze machen wir dann jetzt auch wieder 6 Rippen lang. Und dann sind die Träger schon fertig. Müssen wir noch die Seite wieder machen mit den drei Rippen. Und dann haben wir unser Vorderteil fertig. Und können mit dem Rückteil beginnen. Also wieder 25 Maschen runter. So auslassen. Achtet darauf, dass ihr auch wirklich 6 Rippen habt, weil kommt ja darauf an, auf welche Seite ihr guckt. Die eine Seite hat, glaube ich, 5 Rippen plus eine halbe. Und die Vorderseite bei mir jetzt hier in dem Fall hat dann die 6 Rippen. Orientiert euch einfach dran, müsst ihr schauen. So. Ich werde jetzt hier, nachdem ich die drei Rippen gemacht habe, einen Marker einsetzen. Da jetzt der Anfang für mein Rückenteil beginnen wird. Ich beginne jetzt auch wieder weiter, drei Rippen auf diese Länge. Das muss ich jetzt ja wiederholen. Gehe dann 25 Maschen wieder rauf auf den Träger, mache für die Träger wieder 6 Rippen. Und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr in einem durchhäkelt, das heißt die 12 plus 12, also 24 Rippen lang gerade durchhäkelt oder einen kleinen Versatz schafft. Also ich werde in dem Fall einen Versatz von 5 Maschen machen. Und ja. So.
das Ganze jetzt fertig. An den Seiten habe ich drei Rippen, die Träger haben jeweils sechs Rippen und die Mitte hat 24 Rippen. Ihr seht, oben habe ich einen kleinen Versatz von 5 Maschen ausgelassen, damit er nicht gerade komplett durch ist. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeribbelt. Ja, und dann sind wir eigentlich schon am Ende angekommen und können gleich mit dem Vernähen beginnen. Das Top werde ich schließen mit Häkeln, damit man das nachher nicht so sieht. Ihr dreht das Ganze auf rechts. Geht an der Seite, wo ihr damals begonnen habt, mit der Nadel rein. Ich zoome das mal ein bisschen ran. Also ihr geht hier am Anfang rein und holt euch die Schlaufe von eurem Ende. Zieht sie durch. So, dann brauchen wir eine Wendeluftmasche. So. Und nun gehen wir in die erste Masche komplett durch. Und häkeln das Ganze ab. Also nochmal, ich bin so ein bisschen aus dem Bild gerutscht. Ihr holt auch diesmal vorher nicht den Faden, also ihr geht direkt durch. Wir machen jetzt noch Kettmaschen. Geht durch die erste Masche komplett und auf der hinteren Seite die hintere Schlaufe und zieht es komplett durch. Durch die erste Masche komplett, bei der zweiten Masche nur die hintere Schlaufe und abmaschen. Vordere komplett, hintere nur die hintere Masche und abmaschen. So, das macht ihr jetzt, bis ihr oben angekommen seid. Und dann sind wir auch schon beim Zusammennähen der Träger. So, und so sieht das aus. Also man sieht so gut wie keinen Unterschied. Ich vernähe jetzt den Rand gerade noch ein bisschen, damit das etwas gerade ist, ja, und den Faden halt vernähen. Die Maschenmarker können wir auch schon entfernen, brauchen wir ja nicht mehr. Hier ist der Faden etwas kurz geraten, das macht nichts. Stechen wir rückwärts durch. Funktioniert auch. So, wie ihr seht, da haben wir zusammengenäht und das ist die richtige Seite. So, noch die Träger.
Käse halt leicht mit dem Vernähen. Ihr orientiert euch einfach an den Rippen. Einmal an der Spitze, dann einmal dazwischen und so weiter. Ich gehe einmal hin und einmal zurück. Die Angaben zur Wolle sowie der Nadel und so weiter zeige ich euch wie immer oder steht wie immer unten in der Infobox. Und ich werde euch auch den Link reinsetzen von den Druckknöpfen, wo ich sie her habe. Ach, so wird sie sehr farbig. Ich habe mir die Druckknöpfe bei eBay bestellt, hatte auch erst gedacht, das wären jetzt, ich sag mal so, ein Druckknopf besteht ja aus 4 Teilen, brauchte noch die Zange dazu und habe gedacht, für den Preis, naja, habe ich bestimmt 25, sage ich mal, von jeder Sorte. Nein, ich hatte wirklich 100 plus eine Druckknopfzange für, boah, ich weiß nicht, 7 oder 8 Euro, ich muss nochmal nachschauen. Da habe ich gedacht, naja, vielleicht hält die Druckknopfzange womöglich nicht so lange wie ich Druckknöpfe habe. Aber bis jetzt, sie hält. Die Druckknöpfe halten auch. Also Waschtest und so, alles bestanden. Und ich kann sie wirklich weiterempfehlen. So, hier habe ich die Druckknöpfe schon mal dran gemacht. Sie halten auch sehr gut. Also sind alles andere als leicht aufzukriegen. Hat zwar nicht immer einen Vorteil wegen der Wolle, ne? Muss man halt aufpassen, wie man das aufmacht. Aber das latscht ja auch mit der Zeit ein bisschen aus. Aber ich fand, das sieht halt ganz schick aus. Also wie immer, alles unten in der Infobox. Solltet ihr Fragen haben, schreibt es mir in die Kommentare.